Beim Format Wrestler Privat blicken wir hinter den Vorhang und beleuchten das Real Life der WWE und AEW Superstars, in diesem Fall ein ehemaliger WWE Superstar und jetzt AEW Superstar. Seine Idee hat die Wrestling-Welt aufgemischt, sein Wrestling-Stil begeistert die Massen, sein Charisma fasziniert die Fans. Cody Rhodes ist ohne Zweifel einer der populärsten Wrestler momentan. Lange Zeit kennen wir ihn schon auf der großen Wrestling-Bühne, doch wie tickt der Vizepräsident von All Elite Wrestling eigentlich privat? Ich freue mich ganz besonders, dieses Video heute aufzunehmen, denn ich durfte Cody Rhodes bereits interviewen. Kurz nach seiner Zeit bei WWE hatte ich ihn vor der Kamera und kann sagen, so wie ich Cody Rhodes erlebt habe in diesem Setting, das war sicherlich nicht die Privatperson Cody Garrett Runnels, aber es war Cody in seiner Backstage-Version sozusagen. Und da kann ich euch sagen, der Typ ist sowas von professionell, er ist sowas von sympathisch, komplett freundlich und hilfsbereit, hatte eigentlich keine Zeit an diesem Nachmittag für das Interview und ich habe ihn gefragt, hey, hast du trotzdem einen kurzen Moment, dauert nur 10 Minuten, er hat sich sofort Zeit genommen. Ich bin großer Fan von der Person Cody Rhodes, so wie ich sie erlebt habe und will euch jetzt Einblicke geben, die auch recherchiert sind. Wie viele wissen, ist Cody ein Sprössling der berühmten Runnels-Familie. Sein Vater Dusty war jahrelang eines der Zugpferde in den Shows bei WWF, der heutigen WWE und auch sein Bruder Dustin schnürt sich regelmäßig die Ringstiefel und hat sich als Goldust oder Dustin Rhodes einen großen Namen in der Wrestling-Szene gemacht. Auch die beiden ehemaligen Wrestler Fred Ottman und Jerry Sags gehören zu seiner Familie, sie sind seine Onkel. Er ist der Patensohn des Wrestlers Magnum T.A., außerdem hat er zwei jüngere Schwestern, die allerdings beide dem Wrestling nicht viel abgewinnen konnten. Sie arbeiten mittlerweile als Cheerleaderinnen für das Footballteam der Dallas Cowboys. Als Teenager war Cody schnell vom Wrestling fasziniert. So kam es, dass er mit 16 Jahren seine Eltern dazu drängte, seinen Namen offiziell durch das Ringpseudonym seiner Familie zu ergänzen. Seitdem heißt er ganz offiziell Cody Garrett Runnels Rhodes. Als Jugendlicher besuchte er die La Cita High School in Atlanta und konnte sich dort voll entfalten. Er begann mit dem Ringen und hat da über die Jahre auch einige Medaillen geholt. Der Drang dazu schien ihm irgendwie familiär in die Wiege gelegt worden zu sein. Eigentlich träumte Cody davon, als Ringer zu den Olympischen Spielen zu fahren. Sein Vater konnte ihn aber davon überzeugen, lieber eine professionelle Wrestling-Ausbildung im Pro-Wrestling zu absolvieren. Cody war zunächst skeptisch, aber als ihn sein Vater bei kleinen Kämpfen zunächst als Schiedsrichter bzw. Ringrichter einsetzte, verliebte sich Cody immer mehr in den Showsport. Nach seinem Schulabschluss begann Cody eine Schauspielerausbildung, um, wie er selbst sagt, seiner Wrestling-Darbietung Charakter zu verleihen. Cody ist ein sehr zielstrebiger Mensch. Wenn er etwas tut, dann mit voller Leidenschaft. Seine Leidenschaft Wrestling führte ihn letzten Endes auch zu seiner Frau Brandi Rhodes. Seit 2013 sind die beiden verheiratet. Bei AEW treten sie auf eigenen Wunsch hin häufig gemeinsam auf. Sie leben in einer großen Villa in Miami, Florida. Seit 2015 wird ihr Glück durch eine kleine Tochter bereichert, die Cody aber möglichst aus der Öffentlichkeit fernhalten möchte. Cody ist in seinem Privatleben ein riesiger Fan von der Videospielreihe Zelda und den Comics von Marvel. Seine Ringkleidung, die er teilweise selbst genäht hat, ist durch seine beiden Leidenschaften inspiriert worden. Besonders die Marvel-Charaktere Omega Red und Cyclops haben es ihm angetan. Von ihnen soll er auch noch kleine Sammelbildchen besitzen, die ihm als Glücksbringer dienen. Cody besitzt außerdem mit seinem Freund und Wrestler-Kollegen Frankie Kazarian eine eigene Zigarrenfirma. American Rebel Cigars wurde 2015 gegründet und soll Rhodes einen guten Nebenverdienst beschaffen. Rhodes besaß Ende 2020 ein geschätztes Nettovermögen von etwa 4 Millionen US-Dollar. Neben Kazarian hat Cody noch einige andere Freundschaften durch das Wrestling gewonnen. So verbindet ihn zum Beispiel eine tiefe Freundschaft mit seinem ehemaligen WWE-Kollegen Zack Ryder, mit dem er Gerüchten zufolge sogar einmal im Jahr ins Disneyland fährt. Auch mit dem Schweizer Cesaro hat Cody ein sehr gutes Verhältnis. Die beiden überschütten sich oft online gegenseitig mit Komplimenten. Und auch mit Damian Sandow aus der damaligen Tag-Team-Zeit ist Cody gut befreundet. Allerdings hat er auch einige Feinde. So soll er sich seit längerem mit Ex-WWE-Star Justin Gabriel zoffen, weil er ihn angeblich Backstage mehrfach beleidigt hätte. Eine Bestätigung für besagte Beleidigungen hat es nie gegeben. Auch zu Heath Slater soll Cody nicht das beste Verhältnis haben. Der genaue Grund ist unklar, aber es ist klar, das wurde mehrfach berichtet, auch in Bezug auf Backstage-Quellen, dass Cody die Verpflichtung von Heath Slater bei AEW vehement abgelehnt haben soll.
während Slater sich geweigert haben soll, mit Cody persönlich zu sprechen. Jetzt noch einige schnelle Fakten zu Cody Rhodes. Cody sieht sich selbst eher als Heel und bezeichnete sich in der Vergangenheit als den unsympathischen Rhodes. Er lehnte einen WWE-Vertrag kurz vor dem Start von AEW ab, der wohl auch hoch dotiert gewesen sein soll. Cody hatte immer wieder Gastrollen in TV-Sendungen, zum Beispiel in der Serie Arrow, und Cody hat auch ein sehr respektvolles und gutes Verhältnis zum Undertaker. Laut Interview-Aussagen war der Taker bemüht, Cody overzubringen bei ihren Aufeinandertreffen. Das hat Cody in einem Interview gesagt. Dankeschön, dass ihr hier mit dabei wart bei diesem Video Wrestler privat zu Cody Rhodes. Habt ihr Wunsch-Wrestler, die wir bringen sollen bei diesem Format? Einige haben wir natürlich auch auf der Liste. Dankeschön, dass ihr hier dabei wart und bis spätestens zum nächsten Video. Ciao, ciao.